Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich begrüße euch zu einem neuen PlayStation 4 Video. Wir wollen in die PlayStation 4 Pro eine 2 Terabyte Festplatte einbauen, die sich momentan noch in meiner normalen PlayStation befindet. Ich habe, was für euch jetzt, für die meisten von euch eher uninteressant ist, aber ich will es halt trotzdem gesagt haben, da ich die Beta-Software momentan drauf habe, habe ich jetzt erstmal wieder die offizielle 4.07 Software aktiviert. Der Grund ist, die 4.5.0 Beta 4, wenn ich die drauf habe, ist meine Angst, dass wenn ich die Festplatte tausche und mir die Updates vom Sony runterlade, also die 4.07, dass mir die PlayStation sagt, ich soll doch 4.5.0 oder höher installieren. Was ja nicht möglich ist, es gibt 4.5.0 Beta nicht zum Runterladen, sondern nur intern zum Aktualisieren der PlayStation 4. Also wie gesagt, die Beta. Deswegen habe ich jetzt erstmal die 4.07 wieder aktualisiert, weil nachher werde ich die ja von Sony runterladen. Einmal die Initialisierungssoftware und dann die offizielle Software. Das werde ich euch gleich alles zeigen. Das wollte ich nur gesagt haben. So, dann werden wir jetzt hier die PlayStation 4 Pro ausschalten. Dann muss ich auch noch die normale PlayStation 4 ausschalten. So. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis alle beiden PlayStation 4 komplett ausgeschalten sind, damit wir nicht die irgendwie vorzeitig vom Strom nehmen, um da irgendeinen Fehler zu machen. So. Die Pro ist aus. Die normale geht jetzt aus. Ihr müsst auf jeden Fall eure Daten vorher sichern. Entweder auf eine externe Platte. Dann geht ihr auf Einstellungen, System und sichern oder wieder sichern und wiederherstellen. Und ich habe jetzt auf dieser Festplatte nur meine Benutzerdaten und die Save Games gespeichert und Screenshots und so. Mehr ist jetzt hier nicht drauf, sind 6 GB. Ich habe die sicherheitshalber nochmal hier drauf, weil ich habe zwar alles im Online-Speicher, sicher ist aber sicher. Und vor allen Dingen so brauche ich nicht wieder mein Benutzerkonto eingeben. Brauche halt nur das Passwort von den einzelnen Konto. Ich habe ja mehrere Konten. Ich habe mein deutsches, mein Österreich-Konto und mein USA-Konto. Und so brauche ich nur die Passwörter wieder eingeben und die sind wieder aktiviert. Besser als wenn ich alles wieder von vorne einstelle. Auch die ganzen Einstellungen von meinen Konten, welche Nachrichten aktiviert sind, welche Nachrichten nicht aktiviert sein sollen, sind so gesichert und ich brauche da nicht das ganze System nochmal wieder komplett alles neu einstellen. Ist natürlich ein megamäßiger Vorteil. Dann braucht ihr ein HDMI-Kabel, ein USB-Kabel für euren Controller. Danach dem Update bzw. dem Festplattentausch die PlayStation 4 mit dem normalen Controller nicht mehr zusammenarbeitet. Ihr müsst vorher den Controller mit Kabel verbinden, damit der angenommen wird. Das wird auch alle dann erklärt. So, jetzt muss ich erstmal, ich stelle euch mal hier so rum, dass ich euch zeige, dass ihr auch sehen könnt, was ich alles mache. Ich mache jetzt erstmal die Kabelei von der PlayStation 4 Pro ab. Das ist der Stromkabel, der HDMI-Kabel, der Kamerakabel für die PlayStation 4 Kamera, der optische Kabel, der USB-Kabel für meinen Lüfter und der, na komm hier ab, der LAN-Kabel. So, von der PlayStation 4 normal brauche ich jetzt nur noch den LAN-Kabel lösen, den HDMI-Kabel und den Stromkabel und schon ist das fertig. So, dann würde ich sagen, ich baue jetzt mal alles auf dem Tisch auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und schon sind wir am Tisch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kreuzschraubenzieher. Dann muss ich den Standfuß abmachen. Dann kann ich auch gleich mal testen, wie das aussieht bei der PS4 Pro. Achso, nee, da passt der Standfuß nicht ran. Das ist viel zu dick.
Nee, deswegen gibt es da ja den neuen Standfuß. Okay, habe gedacht, vielleicht passt das ja trotzdem. So, dann müssen wir die jetzt erstmal hier ausbauen. Da werde ich euch jetzt mal nach unten drehen. Ich drehe mir mal die PlayStation um. Seid hier bitte nicht so grob, sondern vorsichtig, nicht, dass die Plastiknippel abbrechen. Ist im Prinzip ganz leicht. Wie beim Klavierspielen, einfach hier vorne festhalten, mit den Daumen hier unten, dann einmal kurz raufdrücken, ein Stück nach hinten ziehen und dann könnt ihr das weitermachen und dann von hier vorne so ein Stück abheben und nach hinten weg, weil wir haben hier diesen Keil. So. Und dann sehen wir hier schon das Innere. Da müssen wir jetzt hier einfach mal die PlayStation 4 Schraube lösen. Ich werde euch mal ranzoomen, damit ihr das seht. Die ist hier kennzeichnet auch. Die werde ich euch gleich zeigen. So, das ist diese hier. So, mal kurz warten, bis die Kamera einpegelt. Mit den PlayStation Symbolen. Dreieck, Viereck, X, Kreis. Die müsst ihr lösen. Die lege ich mir mal hier oben rauf. Und dann können wir den Schlitten hier rausziehen. So, da ist der Schlitten. Den haben wir jetzt einfach hier rausgezogen. Da haben wir hier so ein Fach. Und hier habe ich jetzt die Samsung-Festplatte drin, was eigentlich eine Seagate-Festplatte ist, weil Samsung keine normalen HDD-Festplatten mehr herstellt. Das ist die 2 Terabyte, die MT9 oder so. Die Links werde ich euch ins Video packen. So, da könnt ihr das sehen. 2 Terabyte sind das. Steht da oben. Das sind 2000 Gigabyte. So. Dann werden wir den Schlitten mal beiseite packen. Und wir packen, ich werde mir mal die Schraube doch lieber hier auf den Standfuß packen. Das hier rüber. Ich will nämlich was testen. Vielleicht brauchen wir den Schlitten gar nicht richtig tauschen. So. Und bei der PS4 Pro ist das Fach für den für die Festplatte hier hinten. Da ist jetzt so ein Plasteraufkleber drüber. Den müssen wir jetzt hier einmal abmachen. Ist ein bisschen widerspenstig, der Scheiß. Ah, hier. Das ist einfach nur so ein bisschen Klebeband. Und dann können wir das hier abmachen. Aber wie machen wir das am besten ab? Ich glaube, rausziehen. Dann lassen sich auch immer alle Nase lang was Neues einfallen. So. Einfach mit einem kleinen Schraubenzieher kann man das so ein bisschen raushebeln. Passt aber auch auf, dass er da euch nicht irgendwas ausreißt. Und dann sieht das bei der PS4 Pro so aus. Wir haben dann praktisch, hier hinten sind die Anschlüsse und hier hinten ist dann die Festplatte. Da haben wir eine schwarze Schraube, die wir einfach lösen müssen. So, die packen wir uns auch beiseite. Und dann können wir den Schlitten hier ganz normal rausziehen. Ja, hat sich erledigt. Hier ist ein ganz anderer Schlitten drin. So. Praktisch, so haben wir ihn jetzt rausgezogen. So haben wir ihn in der PlayStation 4 rausgezogen. Wartet mal, ich werde euch mal rauszoomen, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So. In der PlayStation 4 ist er einfach so drauf. Und hier oben ist das schwarze Plastezeug. Und in der PlayStation 4 Pro kommt die Seite nach oben und die Plastinippel nach unten. So. Und dann werden wir das jetzt mal tauschen. Viele haben gefragt, warum gerade eine Seagate-Festplatte. Ich muss jetzt hier erstmal lose machen, die Schrauben. Weil ich mit den Seagate-Festplatten sehr zufrieden bin. Ich kenne die Bewertung von den anderen Festplatten,
vom Speed her, und da ist die Seagate wesentlich schneller gewesen. Und das war in der Zeit, wo die PlayStation 4 von SATA 3 auf SATA 2 runtergeriegelt hat. Logischerweise wird die Seagate-Festplatte jetzt in der PlayStation 4 Pro natürlich noch etwas schneller sein, da die PlayStation 4 Pro keine Runterregelung mehr macht von SATA 3 auf SATA 2. Nein, die PlayStation 4 Pro kann direkt mit SATA 3 arbeiten. So, und dann machen wir die einfach raus. Und aus dem Schlitten der PlayStation 4 Pro schrauben wir auch noch die Festplatte raus. So, die PlayStation 4 normal wird dann im Schlafzimmer angeschlossen werden als Blu-ray-Player und für Netflix in vernünftiger Qualität und zum, ja, kleine Spiele zocken. Da kann ich dann abends, wenn wir im Bett liegen, Schatzi und ich, so ein bisschen Angry Birds zusammen gegeneinander spielen. So, jetzt bauen wir natürlich erstmal in die PlayStation 4 Pro die Festplatte wieder ein. Hier müssen wir jetzt darauf achten, dass die Festplatte rücklings eingebaut wird, dass das nach oben zeigt. Dann die Schrauben wieder rein. Und da müsst ihr dann jetzt aufpassen. Na, aufpassen ist zu viel gesagt. Aber schraubt die nicht ganz fest. Macht die parallel und nur so ansatzweise fest, dass die Festplatte auch schön in der Mitte des Schlitten sitzt. So. Dann machen wir hier oben unten noch eine. Ist auch schade, dass hier nicht der gleiche Schlitten ist, sonst hätte man natürlich sagen können, okay, ich hole den Schlitten nur raus und tausche den Schlitten aus. So, jetzt können wir hier schon ein bisschen fester ziehen. Jetzt auf der Seite noch ein bisschen fester. So, dann die letzte Schraube noch rein. Na, komm her. Ich habe jetzt in der normalen PlayStation 4 auch extra drin gelassen. Die Beta-Software, um das zu testen. Wenn die jetzt natürlich nicht funktioniert, kann ich die normale PlayStation 4 bis zum Erscheinen des offiziellen Erscheinens... Ach, eine Toshiba ist hier so ja original drin, in der PlayStation 4 Pro 1 TB. Kann ich sie bis zum Erscheinen der offiziellen 4.5 Software logischerweise nicht mehr benutzen, falls ich de Pech haben sollte. So. Aber ich habe das mit Absicht gemacht, um es natürlich für euch mit zu testen. So. Ist auch gar kein großes Hexenwerk, wie ihr seht, da ein Festplattentausch. Wenn ihr natürlich dann jetzt schon auf 4.5.0 seid, werdet ihr euch fragen, warum macht der Idiot so einen Scheiß? Wir können doch einfach eine externe Festplatte anschließen. Ja, momentan geht es nur auf der Beta-Software und in der offiziellen Software geht das noch nicht. Und ja, mir ist es halt wichtig, eine wenigstens 2 Terabyte Festplatte intern zu haben für die meisten gesicherten Daten. Da man auf die externe nur Spiele und ja, die Safe Games kann man da auch nicht sichern, sondern nur die Spiele und die Anwendungen. So. Spart natürlich dann unheimlich Speicher. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir uns erstmal die normale PlayStation 4 wieder nehmen. So, den Schlitten einfach hier wieder reinsetzen, ein bisschen randrücken. Die Schraube hier oben. Festschrauben. Ja, nicht wundern, bei der PlayStation 4 normal
kippelt die etwas, was bei der PlayStation 4 Pro nicht der Fall ist, weil Sony so dusselig war, wirklich dusselig war, hier natürlich den Standfuß nicht mit drunter zu machen. Hier ist kein Standfuß drunter, deswegen kippelt die. Die hat nur hier vier zum Stehen, logischer, und hier nicht, was Sony da geritten hat, ich habe keine Ahnung. So, beim Raufmachen wieder darauf achten, dass ihr hier schräg reinkommt, so raufsetzt und dann vorsichtig einrastet und schon ist die normale PlayStation 4 wieder mit einer neuen Festplatte versehen. So, jetzt nehmen wir uns die PS4 Pro vor. Hier ist der Schlitten, also praktisch der Stutz für den Schlitten. Jetzt nehmen wir uns den Schlitten. Nee, so rum. Und, nee, so rum nicht. Wie rum war denn der? Doch, so rum. So, und führen den ein, sodass das Metall nach unten ist. Ich zeige euch das nochmal, wie rum. Praktisch das nach unten. So, und dann einmal zack einrasten lassen. Jetzt ist es auch eingerastet. Dann nehmen wir uns die Schraube wieder vor. Schrauben diese schwarze Schraube fest. So. Die hat auch die Kennzeichnung, soweit ich sehen kann, mit den PlayStation-Tasten. Auf der PlayStation 3 damals war die blau. Das weiß ich noch. Und dann haben wir noch das Plasteteil. Das mit dem Loch muss nach unten. Das ist da, wo die Schraube ist. Das einfach denn, wie wird das reingeklickt? Ach so, hier von der Seite, so. Boah, ey, Sony, ey, was macht ihr mal mit den Sachen? Man kann hier nicht mal einfach... So. Ja, jetzt geht's, jetzt hält's. So, können wir das auch wieder festmachen? Weiß ich nicht. Werden wir testen. Wir machen das einfach mal. Ja, geht auch wieder drauf. Machen wir sicherheitshalber wieder rauf. Und schon haben wir auch in der PlayStation 4 Pro eine neue Festplatte drin. Hier habe ich jetzt die 2 Terabyte und hier habe ich jetzt die 1 Terabyte drin. Und jetzt werden wir, natürlich müssen wir sie auch wieder in Betrieb nehmen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal am PC die Initialisierungssoftware runterladen und die normale Software. Dafür mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich am PC. So, und da sind wir jetzt auch schon am PC. Ich habe jetzt einen USB-Stick, jetzt hier gerade von meiner Versicherung, von der Mecklenburgischen Versicherung. Ich glaube 2 oder 4 GB, ich weiß es nicht. Den müssen wir dann gleich erstmal in EXFAT formatieren. Wenn es bei euch nicht gleich funktioniert, versucht einfach bitte andere USB-Sticks, weil die PlayStation 4 ist echt dusselig und will komischerweise nicht jeden USB-Stick benutzen. So, da haben wir das. Hier habe ich Tattoos drauf, okay. Jetzt werden wir das erstmal formatieren in EXFAT. Ach, die ist in EXFAT, oder? Eigenschaften. In FAT 32, na, das reicht doch aus, das ist doch gut so. So, und dann packen wir das nach unten. Und dann gehen wir bei Google, um es schnell zu machen, einfach mal PS4 Update ein. Und dann kommen wir hier zu playstation.com/de-help. Da gehen wir rauf, mache ich gleich mal im nächsten Tab auf. So, und hier haben wir dann unsere Updates. Hier 4.0. Wieso 4.0? System Software, ach da, 4.07. Update herunterladen? Nein, auf keinen Fall dieses jetzt runterladen. Das ist das ganz normale Update. Ihr müsst weiter runtergehen. So, und dann müsst ihr auf Aktualisieren vom Computer drücken. So, und dann
gucken wir uns mal an. Hier muss irgendwo denn der, da haben wir doch, jetzt herunterladen. So, das ist 298 MB groß. Das ist die Initialisierungssoftware. Und wenn wir jetzt hier oben rauf gehen, da seht ihr, nee, ist auch 298. So, haben sie das wieder woanders versteckt? So. Systemsoftware neu. Dann kommt, muss hier Initialisierungssoftware drin sein. So, jetzt herunterladen. Ja, 800 noch was. So, das ist die. Also ihr müsst... So installierst du das, so installierst du die Systemsoftware neu. Das ist sozusagen praktisch die Initialisierungssoftware und diese vom Computer ist das ganz normale 407, die aktuelle momentan. Also wenn ihr Festplatte getauscht habt, als erstes hier unten bei neu. Und wenn das jetzt gleich fertig ist, das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis das fertig ist. Machen wir mal Liste leeren. So, und dann steht hier auch die Speicherstruktur des USB-Sticks. Da. Ihr müsst Ordnerstruktur erstellen. PS4, USB-Speichergerät. USB-Speichergerät. USB-4-System. Das war aber früher auch mal besser erklärt, muss ich echt sagen. Das war echt mal besser erklärt. Da war auch mit den Unterordnern. Also das war echt mal ein bisschen schöner erklärt, muss ich sagen. Ist das vielleicht hier oben besser erklärt? Auch nicht. Also das finde ich echt sehr, sehr schade, dass das jetzt nicht so schön erklärt ist wie früher. So. Erstellt über den Computer einen Ordner PS4. Erstellt in diesem Ordner einen weiteren Ordner mit dem Namen Updata. Ja, das steht zwar da, aber früher war das irgendwie besser. Da war das auch so untereinander. Da war halt so ein Bild für einen USB-Stick und darunter war PS4. Dann war dann nochmal ein extra Strich für Unterordner. Und also da war das echt besser. Und ihr müsst aufpassen, dass das alles groß geschrieben ist, wie hier drin. Ich werde das mal kopieren. So, gehen wir einfach auf USB-Stick. Da einen neuen Ordner erstellen. Den nennt ihr PS4. Hoppala. PS4. So. Und Ordner, Quatsch, nicht anpassen. Ordner erstellen. Und den Ordner nennen wir einfügen. Update. So. Und jetzt müssen wir gucken, wie weit ist das schon fertig. Die Datei ist schon da. Das normale Update. Und das Update werde ich jetzt als erstes in den Ordner reinmachen und werde hier mal noch einen Ordner erstellen, den ich 4.07 nenne, dass wir das nicht durcheinander bringen. Dann ist das nämlich schon da. Achso, der ist noch am Übertragen. Geht natürlich nachher dann viel schneller, wenn wir das jetzt gleich hier, weil ich habe keinen Bock nachher das nochmal zu übertragen. So weiß ich, dass es das 4.07 Update, was ich nachher darin mache. Und in diesen Update-Ordner kommt jetzt erstmal die Initialisierungssoftware rein. Das ist diese hier. Die ist jetzt, wie gesagt, noch am Runterladen. Die ist halt auch wesentlich größer. Müsste doch eigentlich hier auch stehen bei neu.
Laden Sie die Update-Datei herunter. Update, ja. Schalten Sie PS4 komplett aus. Vergewissern Sie sich, dass die Power-Leuchte der Konsole nicht leuchtet. Wenn die Power-Control orange leuchtet, drücken Sie. Mindestens 7 Sekunden lang Power-Taste, dass das PlayStation-System bis zum System zum zweiten Mal einen Piepton erzeugt. Verbindet den USB-Kabel, speichert ein System, drückt anschließend mindestens 7 Sekunden lang Power-Taste, bis PlayStation-System wird abgeschaltet. Im abgesicherten Modus gestartet. Ja, doch, das ist das. Neu initialisieren. Ja, weil viele haben mich gefragt, ob Initialisieren jetzt nicht mehr nötig ist. Doch, es ist noch nötig. Das Problem ist, einige haben es nicht gemacht. Die haben praktisch die Festplatte reingehauen, haben einfach normal Update-Datei drauf geklatscht und dann war das Problem, dann kam ein neues Update und die konnten dieses neue Update nicht fahren, weil die PlayStation dieses nicht installieren wollte. Oder sie konnten nicht mehr online gehen danach. Die mussten natürlich dann komplett nochmal initialisieren, dann das neue Update drauf und dann ging wieder alles. Da gehen natürlich dann auch die ganzen Daten von der Festplatte erstmal wieder weg und man muss das alles wieder neu aufsetzen. Also macht's gleich am Anfang richtig. So, eine Minute noch, dann sind wir gleich fertig. Nochmal sicherheitshalber gucken. Wenn ich runterlade, 850 ist wirklich die Initialisierungssoftware. Das steht jetzt wenigstens alles da. Vorher stand das mit dem Neuinstallieren nicht mehr da. Da war halt Initialisierung beim Runterladen vom Computer, Update vom Internet, also bei Aktualisierung vom Computer war halt die Initialisierungssoftware drin, bei Internet war die normale Update-Software drin und hier oben war sie auch. Also das hatte Sony mal echt bescheuert gemacht. Ich finde ja schon mal schön, dass sie das jetzt hier unten wieder vernünftig drin haben. So, wir sind fertig. Wir können diese Update-Datei auf unseren USB-Stick ziehen, in den Update-Ordner. Das dauert jetzt noch gleich was. Und wir müssen diese in Klammern 1 müssen wir wegmachen. Wenn ihr da Angst habt, dass ihr irgendwie was Falsches schreibt, geht einfach auf das normale Update, kopieren, also umbenennen, kopieren. Und dann wartet da, bis das hier drauf ist. Das dauert jetzt ca. 60 Sekunden noch. Und dann werden wir gleich alle beiden PlayStation 4s wiederherstellen, wo wir Festplatte getauscht haben, PlayStation 4 Pro und PlayStation 4 normal. Weil das geht bei beiden Konsolen exakt gleich. Auch bei der PlayStation 4 Slim. Es ist alles gleich. Das Einzige ist, der Schlitten ist bei allen PlayStation an. Obwohl, bei der Slim weiß ich nicht. Bei der Slim könnte es der gleiche Schlitten wie bei der Pro sein. Oder vielleicht nur ein bisschen dünner. Ich weiß es nicht, da ich die Slim leider nicht habe. Wenn ihr die Slim habt und da auch schon mal eine Festplatte getauscht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Videobeschreibung vielleicht mal posten würdet, ob es da genau wie bei der PlayStation 4 Pro ist oder ob da der Schlitten anders ist, kleiner ist. Oder sonst irgendwas dergleichen. So, 5 Sekunden noch. Und da sind wir auch schon. Umbenennen. Einfügen. Fertig. So. Wie gesagt, ich habe das jetzt so gemacht. Hier ist die Initialisierungssoftware drin. Die lösche ich nachher raus. Und nehme einfach aus dem Ordner, den ich hier 407 genannt habe, das Update und mache das denn hier rein. Es geht nicht, dass ihr dann danach einfach nochmal sagt, dass er dann hier von dem das Update abgreift. Nein, das Update, was in der PlayStation installiert wird oder initialisiert wird, das ist immer in diesem Update-Ordner. Alle anderen Ordner werden nicht unterstützt, nicht akzeptiert. Nur dieser Update-Ordner, Update-Ordner sozusagen, zählt. Alles andere ist komplett egal. So, jetzt haben wir das hier auf dem Stick. Das war es auch schon soweit. Am PC. Jetzt sehen wir uns gleich wieder auf der Kamera und wir werden das erstmal die PlayStation 4 Pro anschließen und die PlayStation 4 und unsere Software wieder aufspielen.
So, nachdem wir alles auf den USB-Stick übertragen haben, werden wir jetzt erstmal unsere PlayStation 4s wieder anschließen. Ich werde euch dazu mal etwas neigen, damit ihr seht, was ich auch mache hier. Ich nehme erstmal die normale PlayStation 4, schließe die hier an den Strom an, an den HDMI an. Na, komm doch her. Willst du nicht? Warum willst du nicht? So, jetzt. Und den Internetanschluss. Dann nehmen wir den USB-Kabel, weil das können wir dann mal parallel machen, macht sich zeitlich halt etwas besser. So, schließen diesen an den USB-Port an. So, und dann halten wir jetzt, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann halten wir jetzt den Power-Knopf einfach gedrückt, hat jetzt doppelt gepiept. Für circa 7 Sekunden müssen wir jetzt hier gedrückt halten. Nochmal. Hä? Achso, der Powerknopf ist da oben. Jetzt war ich schon komplett abwesend. So, jetzt hat sie einmal gepiept. Ich lasse neu gedrückt. Jetzt müsste sie eigentlich ausgehen. Ich habe natürlich wieder auf dem falschen USB. HDMI 2. So. Schließe DualShock an. Wollen wir jetzt... So, doch, wir sind schon drin. So, sieht das dann aus. Wir haben jetzt natürlich kein Full HD oder so. Und wir gehen jetzt auf den Punkt 7. PS4-System initialisieren, Software neu initialisieren. Dafür stecken wir jetzt einfach unseren USB-Stick natürlich ein. So, der leuchtet jetzt hier rot. Dann gehen wir hier unten auf Initialisieren. Verbinde den USB-Stick Speichergerät mit einem USB-Datenträger mit der neuesten Neuinitialisierung für Version 4.0.7. Also hattet wohl mit der Beta doch keine Bewandtnis. Also ich kann trotzdem 4.0.7 installieren. Das ist schon mal gut. So, bitte warten. In der Zeit, wo der jetzt hier macht, werde ich euch mal so ein Stück wegstellen. Och, Mensch. Ah. Und wir werden jetzt mal alles wieder an die PlayStation 4 Pro ranstecken. Den LAN-Kabel. Dann den USB-Kabel. Den Kamerakabel. Den optischen Kabel, ja, wo kommt da rein? So, die wird initialisiert, alle Benutzer und Daten werden gelöscht. Da gehen wir dann einfach auf Ja. So, jetzt läuft die Initialisierung. Ach. So, der optische Kabel ist drin. Jetzt fehlt uns noch der HDMI-Kabel, so. Der Stromkabel. So, und schon ist alles wieder dran. Oh, Gottes Willen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo auf der PlayStation hier Power ist. Da ist Power. So, und dann halten wir hier den Powerknopf gedrückt, die hat einmal gepiept und piept ein weiteres Mal. So, dann können wir in der Zeit, ne,
Netzwerk abgeschlossen. Ja, Mensch. Dahin, PlayStation 4. Schließe den DualShock-Controller mit dem mit der PlayStation 4 Pro an. Auch das machen wir. So, jetzt halten wir das hier gedrückt. Oh, wir haben jetzt hier bei der PlayStation 4 Pro habe ich einen weiteren Modus, und zwar Punkt 8, HDCP-Modus einstellen. Den habe ich in der normalen PlayStation 4 nicht. Automatisch oder nur HDCP 1.4. Macht das bitte nicht. Wenn ihr nur 1.4 einschaltet, geht 4K weg. Also lasst bitte automatisch, weil 4K geht nicht über 1.4. Das geht nur über HDCP 2.2. Aber wenn ihr natürlich keinen neuen Fernseher habt mit HDCP 2.0, könnt ihr so ganz einfach die PlayStation starten, weil jetzt hier kein Full HD dargestellt wird, sondern nur, was wird hier dargestellt? 576p 50 Hertz wird euch dieses Bild angezeigt. Ihr könnt nur HDCP 1.4 aktivieren und könnt die PlayStation 4 Pro so auch nutzen. Weil wenn auf automatisch, wird er natürlich bei einigen Fernsehgeräten sagen, ich habe kein Bild, obwohl die PlayStation 4 an ist. Aber wir wollen auf Systemsoftware initialisieren gehen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder auf HDMI 2 drücken. Jetzt müssen wir hier erstmal warten, bis die Installation fertig ist. Ist schon bei 63%. Es geht recht fix, recht rucki zucki. 66, 67%. Ihr werdet gleich sehen, wie schnell das in der PlayStation 4 Pro funktioniert. Weil wo ich jetzt das normale Update gemacht hatte und so, ich war erstaunt, wie schnell das auf einmal alles funktioniert. So, ne? Noch kein Signal. Die PlayStation 4 leuchtet hier blau. Jetzt ist er komplett aus. Jetzt geht sie wieder an. Wieder blau. Und jetzt müssten wir eigentlich das Bild haben, wie ihr es kennt. PlayStation Logo kommt schon. Da wir natürlich jetzt keinen Benutzeraccount haben, steht natürlich hier gleich erstmal Benutzeraccount. So, hier ist schon mal das PlayStation-Logo. Die leuchtet auch noch blau, also blinkt blau. So, Sony. So, und schon haben wir es drauf. Dann können wir das erstmal rausmachen und in den USB der PS4 Pro machen. So, PlayStation 4 Pro. Software initialisieren, okay. Jetzt müssen wir kurz warten. Der greift jetzt erstmal auf den USB-Stick zu und guckt, ob da wirklich erstmal dieses Update, diese Initialisierungssoftware da ist oder nicht. Beziehungsweise ob überhaupt ein Update im Update-Ordner da ist oder nicht. Ich werde euch mal ein bisschen höher kurbeln, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Und da ich jetzt natürlich keine neue Festplatte kaufen wollte, weil die PlayStation Pro mir jetzt schon genug gekostet hat, habe ich erstmal die 2 Terabyte genommen. Initialisieren, ja, so, jetzt wird die initialisiert.
Jetzt können wir den USB-Kabel hier abmachen. So. Hier wieder auf HDMI 2. Dann hier wieder USB rein. Enter. So. Dann hier natürlich lange die PlayStation-Taste gedrückt. Deutsch. Weiter. Netzwerk wird abgerufen, wird überprüft, besser gesagt. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen warten. So, IP-Adresse automatisch, nicht automatisch, automatisch, nicht verwenden. Kamera habe ich nicht dran an der, also überspringen. So, und hier müssen wir uns jetzt hier erstmal einstellen. Berlin, 21. 19 Uhr, haut hin. So, bei Medienwiedergabe nach einer Stunde, nee, nach zwei Stunden, falls ich einen langen Film gucke. Und bei Anwendung lasse ich das kürzeste nach 20 Minuten. So, Strom immer. Und hier mache ich alles ein. Akzeptieren. Starten. Benutzer 1. Und schon haben wir hier unsere Daten wieder komplett drauf. Ohne irgendwelche Sachen. Wir können jetzt hier auch gucken. Systemspeicherverwaltung. Hier haben wir natürlich 861,4 GB zur Verfügung, die komplett leer sind. Wir können jetzt auch auf Sound und Bildschirm gehen. Video, Auflösung 1080p, mehr geht hier nicht. TV-Größe 55 Zoll, automatisch lassen wir empfohlen. HDR kann ich nicht nehmen, da kommt jetzt gleich hier ein Fehler. Nee, automatisch geht, aber ich habe kein HDR. Aus. Nee, ein, Mensch. So. Und mit der neuen Systemsoftware Beta 4.50 Beta. Da kann man dann hier auch testen, was möglich ist. Ne, hier unten ist ja doch. Das ist die Musik. Machen wir aus. Nee. Bildschirm. Anzeigeeinstellungen. Müssen wir auch größer machen. So, und schon ist alles eingestellt. Wir können jetzt natürlich, weil ich die PlayStation 4 normal ja jetzt auch... ja, normal nutzen will im Schlafzimmer. Wir gehen mal auf Systemsoftware Update, DNS-Server, okay. Netzwerk. Gut, das will er jetzt nicht machen, weil das mal wieder nicht funktioniert. Über das normale Netzwerk, Internet-Einrichtung, Wi-Fi, einfach. Und wir nehmen die Fritzbox. Ja, und hier sagt er uns jetzt auch an, was wir machen wollen. Durch Bewegung oder durchs Touchpad. Jetzt muss ich euch mal kurz so machen, damit ihr nicht mitkriegt, was ich eingebe für ein Passwort für mein Netzwerk. So. Und schon wird es geprüft. So. Test starten.
Jetzt fragt er, zeigt er natürlich nicht PSN und alles an. Er zeigt nur an, alles automatisch Internet. Weil ich habe ja noch kein PSN-Konto, nix. So. Und wenn wir jetzt gehen auf Software-Update, es ist bereits die aktuelle Version installiert. Ich werde trotzdem von Hand 747407 installieren. So. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon so funktioniert, wie ich das denke, weil ich die meine Daten ja erstellt habe, wo noch ein anderes System drauf war. Sichern und wiederherstellen. Sagen wir einfach wiederherstellen. Das. Jetzt aktualisieren. Sagt er natürlich, geht nicht. Also muss ich erstmal mein normales Benutzerkonto wieder einstellen. So. Das werde ich aber nachher ohne Aufnahme machen. So. Wir nehmen uns jetzt erstmal wieder den USB-Stick, den USB-Kabel, schließen den normalen Controller wieder an. Na. Muss ich wieder umstellen hier. Fire TV, PlayStation. So, und schon sind wir hier auch bereit. Deutsch. Weiter. So, Netzwerk hat er jetzt hier gemacht, weil ich ein Kabel dran habe. Kamera zeigt er mir auch was an. Berlin 1912. Hier natürlich auch. Nach 2 Stunden, nach 20 Minuten weiter. Immer. Weiter. Akzeptieren. Und schon sind wir hier auch wieder bereit. Benutzer 1. So. Hier erstmal wieder die Musik ausschalten. Weil mir das auf den Sack geht. So, Videoeinstellungen, Auflösung. So. 4K. 55 Zoll. Automatisch. 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 Und da wird auch angezeigt, ich bin jetzt auf 4K und wir müssen noch die Audioeinstellungen anpassen, und zwar primäre Audioquelle möchte ich nicht HDMI, sondern optische Kabel Dolby Digital 5.1, und das wollen wir dann okay machen, und hier auf Bitstream Dolby, dass mein Headset auch vernünftig versorgt wird. So, und dann können wir hier auch sagen, wir wollen, ja, ich weiß, wir wollen die PlayStation 4 jetzt ausschalten. Auch die normale PlayStation 4 wollen wir jetzt ausschalten. So, jetzt mache ich kurz mal wieder einen Cut. Ich mache nämlich hier noch die Software, die ich vorher in dem Unterordner hatte, 407, wieder in den Update-Ordner. So, und da bin ich auch schon wieder. Wie gesagt, hier war jetzt die Update-Datei drauf, die Initialisierungs-Update-Datei. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das hat alles geklappt, wie ihr eben gesehen habt. Also können wir... So, ich mache das mal mit 2 Ordnern. Können wir hier die Update-Datei rauslöschen und auf die 407-Ordner gehen, den ich erstellt habe, ziehen uns das hier in Update rein. Ich zeige es euch nochmal. PlayStation, Update, da ist die Update-Datei, die vorher hier drin war. Und das war es auch schon. Jetzt sehen wir uns gleich wieder auf der PlayStation
Und da machen wir noch sicherheitshalber das normale Update. Wurde uns zwar gesagt, wir sind auf 4.07, aber ich empfehle es immer wieder trotzdem, bevor ihr irgendwas weitermacht, auch noch zusätzlich das normale Update zu initialisieren. Auch wenn die PlayStation sagt, es ist installiert. Es ist einfach sicherer für euch. So, da bin ich auch schon wieder. Wie gesagt, hier ist jetzt die normale Update-Datei drauf. Die machen wir jetzt einfach wieder rein. So. Müssen jetzt... So, jetzt hat sie gepiept. Also ihr müsst eigentlich nur den Power-Knopf, wenn sie aus ist, die PlayStation gedrückt halten. Dann piept sie einmal, als wenn sie angeht. Ihr müsst weiter gedrückt halten, bis sie nochmal piept. Und dann seid ihr schon in diesem Sicherheitsmodus. Da dann einfach wieder drücken. PS4 neu starten. Auflösung ändern. Nee, wollen wir nicht. Systemsoftware aktualisieren. Von USB-Speichergerät. Verbinden Sie USB-Speichergerät, haben wir gemacht. Update-Datei ist auch drauf mit Version 4.07 oder höher. Logischerweise gibt es nichts Höheres. Die folgende Version der Systemsoftware ist verfügbar. Version 4.07 weiter. Und jetzt haut er hier praktisch das Update drauf. Wir können jetzt hier auch bei der alten PlayStation 4. So, fertig. So, die Systemsoftware der PlayStation 4 wird aktualisiert. Die PlayStation 4 wird neu gestartet und startet das Update. Aktualisieren. So, dann macht er das jetzt. Die geht jetzt hier aus und geht auch gleich wieder an. Und dann kommt der ganz normale Update-Bildschirm, den ihr kennt. Leuchtet auf jeden Fall schon blau. Müsst ihr noch kurz warten. Da ist es. Das ist der ganz normale Update-Bildschirm, den ihr auch kennt. Wir gehen auf HDMI 2.0. So, da können wir dann natürlich den Controller jetzt, den anderen Controller damit verbinden. So, wir wollen das System Software aktualisieren. Da müssen wir jetzt erstmal warten, bis der jetzt hier das Update auf der PlayStation 4 Pro gemacht hat. Weil wir müssen den USB-Stick ja dafür abziehen. Und das wollen wir ja jetzt nicht machen, weil der installiert das ja. Und da greift der das ja von dem USB-Stick ab. Ich werde auch extra jetzt hier nicht schneiden, damit ihr seht, wie schnell die PlayStation 4 Pro das gerade macht und wie lange das gleich bei der normalen PlayStation 4 dauert. So, jetzt geht die PlayStation 4 ganz normal wieder aus. Jetzt geht sie wieder an.
Jetzt brauchen wir auch kein Kabel mehr am PlayStation 4 Controller. Wir können den Stick auch abziehen. Wir können den Stick jetzt in die normale PlayStation reinstecken. Wir können dann in der Zeit hier schon mal System Update machen. Software Update vom USB-Stick. Ja. Jetzt liest er hier den USB-Stick ein, liest auch gleich, dass es 407 ist. Weiter. So, jetzt liest er hier die 300 MB ein. Die werden kopiert, die Daten. Das sind 313 MB. Und so, jetzt müssen wir warten. So, und aktualisieren. Jetzt geht die PlayStation 4 hier gleich wieder aus und wieder an. Ihr hört gerade, bumm, jetzt leuchtet sie auch blau. So, jetzt ist er da. Back. So, und ihr seht, 3, 4, 5, es ist... Etwas länger dauert es hier als bei der Pro. Also gefühlt, also ich finde, dass es länger dauert. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert. Nee, ich will mich doch nicht im PlayStation Network anmelden jetzt. Überspringen. So, jetzt muss ich das machen. Och, Mensch. So, erkennen. So. Und hier haben wir jetzt natürlich Speicherverwaltung 1,77 Terabyte zur Verfügung, weil hier ist natürlich nichts drauf. Jetzt gehen wir erstmal hier unten aufs System. Speicher wiederherstellen. PS4 wiederherstellen. Aktualisiere die Software, um Funktionen zu verwenden. Jetzt aktualisieren. Geht natürlich nicht, weil ich die aktuellste Version drauf habe. Okay. PlayStation Network. So, ich muss euch mal kurz drehen, damit ihr nicht mein Anmelde-ID seht. Ich muss mich jetzt sozusagen hier doch erstmal anmelden im PlayStation Network, damit ich die Beta-Software bekomme, dass ich mein Update, was ich auf die Festplatte gemacht habe, mit den Safe Games und so, alles wieder zurückholen kann. So. Passwort war, glaube ich, das. Hey, 20.000 Passwörter. Und dann soll man sich das alles mal merken. So. Okay. Alle Benutzer und ihre Einstellungen, Spiele und gespeicherte Daten, Screenshots und Videos. Ich habe aber keine andere PlayStation 4, wo ich das herstellen will. Also abbrechen. Okay. Und wir gehen ganz einfach auf Software aktualisieren. Und wir machen die Beta-Software drauf. Diesmal ist es die Beta 4. Weiter.
Akzeptieren. Aktualisieren. Und in der Zeit, wo der das macht, ach Gottes Willen, machen wir mal die andere PlayStation soweit. So, willkommen. PlayStation-Taste drücken. Benutzer 1, weiter. Überspringen. So. Jetzt müssen wir hier natürlich genau das gleiche wieder einstellen. PlayStation Network. Und PlayStation Network anmelden. So, wir sind mit dem USB-Stick fertig. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr benutzen. Auch den Kabel können wir abziehen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich mache natürlich jetzt als erstes meinen Stick hier um in den Controller rein, damit ich den Controller vernünftig laden kann. An meinem Ladestation von Linecast. So, jetzt muss ich euch wieder drehen, damit ihr nicht meine Anmeldedaten mitkriegt. Ach, fuck, falsch, oder? Doch, müsste jetzt. So, ich werde diese PlayStation natürlich nicht als meine primäre PlayStation 4 machen. Das macht ihr auch bei Netzwerk und dann als primäre PlayStation 4 aktivieren. Und dann können wir hier aktivieren machen. Das will ich nicht. Ich will sie nicht als primäre PlayStation 4 haben. Dafür habe ich die andere. So, Systemsoftware Update. So, Beta 4, weiter, weiter, akzeptieren, aktualisieren und dann aktualisiert er jetzt hier auch die PlayStation 4. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie weit wir bei der Pro sind. Die müsste jetzt vielleicht fertig sein schon und neu gestartet haben. Network ange... was? Mit einem anderen PlayStation-Konto angemeldet wurde, von der PlayStation ausgeloggt. Ach. So, okay. Ach, jetzt das schon wieder. So. So, hier könnte ich jetzt als primäre PlayStation 4 deaktivieren. Aber ich will aktiviert lassen. Wie weit ist das Systemupdate? Muss ich schon wieder akzeptieren? Achso, jetzt lasse ich das einfach mal hier drauf und mache das normale Update und hole dann meine Daten wieder zurück alle. Ja, das war das Ganze. Wir haben jetzt bei zwei PlayStation 4 die Festplatte verbaut
Also bei der PlayStation 4 und bei der PlayStation 4 Pro. Wir haben sie initialisiert, wir haben die aktuelle Software wieder aufgespielt. Ich spiele gerade die Beta-Software wieder auf, werde dann natürlich meine Konten wieder einstellen. Und wie ihr seht, sobald eine PlayStation mit dem Konto aktiviert ist, geht die andere aus diesem Konto raus. Passt ja, wenn ich die PlayStation 4 im Wohnzimmer anhabe, brauche ich es im Schlafzimmer nicht ansehen. Logischerweise. Ich werde die PlayStation 4 auch hier als primäre PlayStation 4 aktivieren. Die PlayStation 4, die alte, werde ich nicht als primäre PlayStation 4 aktivieren. Da lasse ich ganz normal mein Konto drauf und mache dann primäre PlayStation 4 deaktivieren. Ich bin da noch am gucken, man kann das eigentlich war das auch mal möglich, dass man zwei PlayStation mit dem gleichen Konto laufen lässt. Ich glaube, dann darf die eine nicht als primäre PlayStation 4 sein. Da muss ich mich jetzt erstmal zurechtfummeln. Ich habe heute genug Videos gemacht, die werde ich jetzt erstmal bearbeiten. Nebenbei auf meine PlayStation 4 hier erstmal wieder alle Spiele raufziehen. Die aktuellen Updates ziehen, die DLCs zu Resident Evil ziehen, dass ich morgen Abend, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, heute Abend, denn ich denke mal, dass ich das alles schaffen werde, hoffe ich doch, heute noch zu bearbeiten und hochzuladen, dass ich morgen Abend, beziehungsweise für euch heute Abend, Resident Evil weiter zocken kann mit euch, und zwar verbotene Filme oder verborgene Filme 1, verborgene Filme 2. Ich habe ja beide DLCs mir runtergeladen, beziehungsweise muss ich jetzt wieder neu runterladen, und dann kann ich mit euch endlich in 1080p streamen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich freue. Das war's für heute. Ich habe hier noch Videos gemacht. Ich verabschiede mich. Wenn euch meine Videos gefallen haben, lasst doch bitte einen Daumen oben da. Über ein bisschen Feedback würde ich mich auch freuen. Ich sag dann mal Ahoi. Sagt euer Odin.